Hey Sina, gehst du heute wieder mit? Na super. Jawohl. Ja? Heute hat es ja gut gefressen in der Früh und hat gute Laune anscheinend. Na Sinchen, super. Klasse. Dann marschieren wir mal los und dann gehen wir arbeiten. Und da ist er schon. Guten Morgen. Ausgeschlafen? Ja. Dann legen wir los. Ganz interessant bei dem Chimney, der hat da in die Armaturen immer so zwei Verkehrszeichen. Einmal sieht man, dass da Überholverbot ist und dann sieht man die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Das habe ich jetzt eigentlich auch so noch nie gesehen. Das finde ich aber praktisch. Und ab in die Werkstatt. Während die Hunde schön chillen da in der Sonne, heute ist wieder ein herrlicher Tag. Ganz anders wie die letzten verregneten Tage. Schauen wir uns kurz den Chimney an, der ist nagelneu. 150 Kilometer, also haben wir schon alles durch. Ja, der hat voll die Fettschicht um. Also da ist eine Fettschicht oder Wachs. Fett oder Wachs, das ist sehr klebrig, würde ich eher sagen Fett. Obwohl, das ist noch sehr frisch. Aber wirklich komplett. Überall. Ja, gewaltig. Ganzer Rahmen, der klebt. Ganzer Rahmen klebt. Da ist nichts. Ja. Da ist wieder gar nichts. Also die haben da auch geschossen. Die Plastik waren aber da noch nicht drauf. Dem auch nichts. Ah. Ja, wenn da nichts ist, ich schaffe die Plastik auch nichts. Schwarz ums Sagen. Ob das nachträglich gekommen ist, ist da. Da klebt es. Und die Plastik kleben nicht, also war es doch im Werk. Die haben da eine Fettschicht drauf, ganz eine schwache Fettschicht. Wachs kann ich mir fast nicht vorstellen. Obwohl die transparenten Wachse oft extrem lang brauchen, bis sie grifftrocken werden. Bei dem Karlein-Kombiwachs transparent, das braucht doppelt so lange, als wie das braune. Warum weiß ich nicht. Sogar der Bremssattel ist gewachsen. Ja, der klebt da. Haben sie gut gemacht, ha? Wir ballern jetzt da eine richtige fette Schicht Seife drauf. Beziehungsweise der Simon macht das halt. Ja, schau, oben ist nichts, gell? Oberseite ist nichts. Unten klebt's. Und der Motor selbst klebt nicht. Da ein bisschen. Ja, jedenfalls hat er was drin, ne? Das ist ein bisschen länger zum Abbauen, da muss man die ganzen Verbreiterungen auch wegtun, weil sonst gehen die da nicht raus. Die sind da gefangen, ja, zwischen Flügel und der Verbreiterung. Da muss man alles wegklipsen, den noch raus und dann geht es weg. Ich hätte da gerne einen Hohlraum erwischt, aber ich habe da keine Möglichkeit zu meine Tappen irgendwo. Die Löcher sind zu klein für meine riesen Dinger. Und da zählt es nicht, gell? Da spüre ich schon ein bisschen, aber das kann da reinstauben. Ich rechne mal, dass sie den Hohlraum nicht unbedingt gemacht haben, aber ich weiß es jetzt nicht sicher. Und mit der Hohlraumkamera sieht man das auch nicht. Wenn das farblos ist, hast du keine Chance zum irgendwas sehen. Schwach. Aber ist nicht so ganz schlecht, würde ich sagen. Ja, die Räder waren auch unten. Schau, da biegt es auch. Da sieht man das. Ja, also hat eine gute Wachschicht oben eigentlich. Ja, ist nicht so ganz schlecht. Bravo, so zucki. Ja, Hund müsste man sein. Also bei mir wäre ich gern Hund, aber nicht bei irgendjemand anderem. Also, der ist jetzt einmal super gepreimert, alles schön trocken. Fühlt sich wirklich schön an und schaut wieder schön aus. Und Hohlraumschutz hat er auch schon bekommen.
Und die Schrauben habe ich auch erneuert da. Beziehungsweise gegen Gebrauchte halt ersetzt. Dann steht nichts mehr im Weg, den einzuwachsen mit Dinitrol Metallic. Das hole ich jetzt gleich rüber, das Fass, und steck rum. Und dann legen wir los. Also, der Simon hat jetzt den fertig abgedeckt. Und ich zeige euch, was wir da jetzt machen. Der kriegt jetzt mal einen Hohlraumschutz mit Dinitrol 1000. Und dann wird der komplette Unterboden und alles, was man halt jetzt sieht, mit einem Seilfett gemacht, außer da draußen. Seilfett kommt überall da rein, bis zu der Kante. Wenn da was rausstaubt, ist nicht schlimm. Das ist alles unter Plastik. Und da draußen kommt dann das Hartwachs, das Corrohit 4010 drauf. Komplett außen. Das kommt auch auf Getriebe. Und da auf das Zwischengetriebe. Ja, das kommt nach dem Seilfett, reißt man das Papier runter und dann das noch mit Corrohit versiegeln. Und da hinten die von der Anhängerkupplung, die Strebe und die Kupplung selbst. Weil das Corrohit 4010 Hardwachs, das wird richtig gut griffdocken und auch relativ schnell. Also am gleichen Tag kann man das schon gut angreifen. Und so ist das halt dann eigentlich high-end versiegelt. Innen rein in die Hohlräume des Dinitrol 1000, dann da das dicke Seilfett und dann außen unter die Plastik des Hartwachs. Das schaut dann sauber aus, ist abwaschbar, also da ist nie Dreck drunter und so. High-End-Versiegelung für den Chimney. Lass meinen Simon da fertig abdecken und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Und die Hunde chillen in der Sonne. Und schwitzen. Man ist ja ganz auch da. Ah, zach. Da hat es gar nicht aushalten, das Sonne da. Aber fein, endlich wieder. Ah, das macht schon Laune, gell? Sommer, Sonne ist Laune. Ah ja, jetzt schauen wir uns nochmal schnell den T5 an mit dem Metallic. Ich lasse das einmal wirken. Und vielleicht erinnert es euch an das gestrige Video, wie rostig der war. Und jetzt ist der gnadelt, gepreimert und versiegelt mit dem Metallic. Das ist auch ein Hartwachs auf Bitumenbasis. Das ist kein Fett, so wie das Seilfett oder das Kombiwachs. Das ist eigentlich ganz was anderes als das Metallic. Und ich sag's nochmal, für die, die das gestrige Video nicht gesehen haben, ich mache das bei Auto, was so rostig sein, dass es von unten sicher ist, dass von unten das vom Metall her wieder schneller rostet, als wir von außen was reinkommt. Das halte das am längsten zurück. Das wird auch grifftrocken. Und das österreichische Bundesheer hat das auf die schweren Geländefahrzeuge. Und das spritzt eigentlich immer auf die Autos, so wie zum Beispiel ein Hilux, der was unten keine Plastik hat, der was voll im Gelände fährt und das volle Wetter abkriegt. Da ist das genau das Richtige. Das ist sehr robust und ziemlich abriebfest. Bei den Autos, was unten alles Plastik haben, brauchst du sowas nicht, ne? Und die andere Variante ist eben jetzt die, wenn einer so viel Rost hat, so einen tiefen Rost, der was sich nicht lang bändigen lässt. Ich bin echt gespannt, wie lange es dauert, weil der Karlein Rost, ist wirklich sehr gut. Was ist da dann irgendwann stärker und wie lange hebt er, gell? Das ist schon interessant dann. Ich werde es schon verfolgen und euch berichten. Und den lasse ich jetzt eine halbe Stunde lüften, trinke einen Kaffee und dann reiße ich das Nylon runter und fange uns zusammenbauen. Und dann schauen wir nochmal zum Simon. Auf dem Chimney ist jetzt Seilfett drauf. Das ist auch schon beim Ablüften, weil es schön matt wird. Und jetzt gehen wir her und dann mit dem Corrohit das da hinten versiegeln. Und die Differential und das Getriebe.
Da kriegen wir jetzt wieder Anschiss. Von wem? Vom Ralf Mack. Vom Oldtimer Rescue Kanal. Oh, okay. Das sieht er nicht gerne. Er ist sehr besorgt um unsere Gesundheit. Ja, du hast noch viele. Ich hab irgendwie nicht mehr so viel. Ich gehe jetzt. Setz eine Maske auf, sonst kriegst du Ärger. Sieht eh gut aus. Ja. Schaut gut aus. Machst du auch oder hast du schon gemacht? Da habe ich schon mal drüber gemacht. Ach so. Ja, und draußen ist auch schon und alles. Da hast du auch schon alles gemacht? Ja. Ah ja, jetzt sehe ich es, genau. Du hast schon matt und lüftet schon ab, wird schon trocken. Okay. Passt. Aber ist echt so, gell? Für einen jungen Mann oder Frau ist ja. Spielt ja Zeit keine Rolle, ne? Aber wir Alten. Jeder Tag mehr ist ein Tag weniger, oder? Boah. Jeder Tag mehr ist ein Tag weniger. Also, ich will das Gespräch jetzt nicht vertiefen. Mal ein kurzer Rundblick da. Jetzt habe ich schon alles zusammengebaut. Jetzt reiße ich noch das Papier runter, tue noch ein bisschen Hohlraumschutz in die Türen, Motorhaube, Kofferraumdeckel. Schaut richtig cool aus. Auspuff ist mit Zinkspray, Bremssättel mit einem Silberspray. Oldtimer Traktor kommt auch vorbei. Ja, weiter geht's. Und der ist jetzt fertig. Das habe ich auch noch konserviert mit so einem Dinitrol 4010. Mit dem giftigen Dinitrol 4010. Schaut schon wieder super aus jetzt, gell? Richtig super. Schon genial. So, und jetzt werden wir noch den Chimney zusammenbauen. Da hilft gleich Simon. Der ist auch schon fertig. So, liebe UBS-Freunde, jetzt ist Feierabend. Jetzt haben wir den Chimney noch fertig zusammengebaut, schön geputzt. Und unter dem ganzen Plastik ist jetzt auch eine Versiegelung. Da wird er lange Freude haben an seinem Chimney, der Besitzer. Jetzt gehen wir noch eine Hunderunde und dann ist Feierabend. Und euch wünsche ich ein schönes Wochenende. Viel Sonne, viel Wärme, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Bis am Montag, ne? Am Montag sehen wir uns wieder mit Livestream und Tagesupdate. Viert euch. Tschüss.